Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zum Thema Kun Battle Pass bzw. den Herausforderungen. Heute haben wir eine ganz besondere Herausforderung, und zwar ist das eine seltene Herausforderung für 70 EP, eine Springladung herstellen. Und zwar stehe ich jetzt hier vor der Werkbank. Ihr müsst, je nachdem wie viele Rezepte ihr könnt, ganz weit nach unten scrollen, bis ihr den Tonkrug findet. Den könnt ihr mit 12 Steinen herstellen. Das machen wir jetzt einmal. Dann nehme ich den ins Inventar. Und dann braucht ihr nur die Tab-Taste zu drücken und auf Sprengvase zu gehen. Um die herzustellen, braucht ihr einen Tonkrug, Teer und Drachenpulver. Um Teer herzustellen, müsst ihr in irgendeine Gerberei gehen, Tierhaut reintun, Rinde und das Ganze starten. Das dauert dann eine Weile, aber wie ihr hier schon seht, als Nebenprodukt zu dem Leder, was rauskommt, kommt dann auch Teer raus. Wenn ihr also nun den Tonkrug hergestellt habt, das Teer hergestellt habt und Drachenpulver besorgt habt, was ihr unter Umständen schon mal bei Einwohnern bekommt, wenn ihr Dörfer überfallt, oder aber als Nebenprodukt davon, wenn ihr Drachen getötet habt, dann könnt ihr einmal auf Herstellen klicken. Und habt eine Sprengladung hergestellt, beziehungsweise eine Sprengvase heißt es ja eigentlich, und damit die Herausforderung abgeschlossen. Wenn euch dieses Video weitergeholfen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und schaut euch auch gerne meine anderen Videos zum Thema Herausforderungen an. Bis zum nächsten Video. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.